Ja, das Thema dieses Vortrags oder überhaupt unseres Anlasses hier ist Meditation als Geistestraining. Und da stehen einfach zwei Begriffe nebeneinander. Meditation, meditare ist ja eigentlich ein lateinisches Wort. Muss ursprünglich mal mehr mit Nachdenken wohl zu tun gehabt haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ein Theologe hat mir mal erklärt, dass eigentlich die moderne oder zeitgenössische Art, wie wir die Begriffe Meditation und Kontemplation verwenden, ein bisschen verkehrt herum ist in Bezug auf das, wie es im abendländischen Mittelalter, im Klosterwesen oder so verwendet wurde. Da war Meditare eher das Nachsinnen, das Nachdenken und Kontemplare war eher also die geistige Schau, also die tiefere Dimension, wenn man irgendwie jetzt im Christlichen vielleicht irgendwie in den Geist, in das Geistige, Geistliche hineingeht. Aber das sei dahingestellt. Wir sagen ja den Begriff Meditation sehr oft und der ist auch nicht klar definiert. Wir wissen nicht ganz genau, was wir damit meinen. Damit können viele meditative Methoden, Übungen gemeint sein. Und ein anderer Begriff ist einfach Geistestraining. Wenn man das englische Mind Training als Geistestraining übersetzt, und das wiederum dürfte die Übersetzung von verschiedenen Begriffen aus dem Sanskrit, Pali oder Tibetischen und so weiter sein, wenn es jetzt im buddhistischen Kontext verwendet wird. Auf Tibetisch gäbe es den Ausdruck Lojong, Lojong, was man dann auch als Mind Training oder Geistestraining übersetzt. Ja, und mein Ansatz jetzt hier darüber zu sprechen wäre einfach der, dass auf der Grundlage der buddhistischen Psychologie, wenn man das so nennen will, wir hatten vor einigen Wochen mal das Thema Abhidharma. Da gibt es so etwas wie geradezu psychologisches oder phänomenologisches Modell, auch wie Geist funktioniert, wie der Geist eines Menschenwesens aufgebaut ist und funktioniert. Und da könnten wir sagen, im Bereich der Geistesinhalte oder der geistigen Gestaltungskräfte, da gibt es unterschiedliche Faktoren, die man in manchen Darstellungen als heilsame, unheilsame und neutrale Geistesfaktoren bezeichnen kann, bezeichnet. Und ja, also da ist so ein bisschen die Konzeption, wenn wir jetzt noch die Mahayana-Sichtweise der Buddha-Natur dazu nehmen, dass wir so gestrickt sind als Menschen, als Lebewesen, vielleicht betrifft das alle Wesen, das wissen wir nicht genau, dass wir eigentlich so etwas wie eine grundlegende Weisheitsnatur besitzen, die eigentlich ein klares, offenes, freies Bewusstsein wäre, ungetrübt von irgendwelchen Emotionen und Gedanken. Das wäre die Basis, die Grundlage unseres ganzen Innenlebens, so wie ein leerer Raum, in dem erstmal noch keine Möbel drin stehen und keine Teppiche und keine Vorhänge hängen, einfach nur ein leerer, offener Raum. Und dann können aber alle möglichen Dinge in diesen Raum hineintreten. Ja. Positiv, negativ klingt sehr wertend oder sehr dualistisch, aber so im weitesten Sinn eben doch irgendwie der ganze Bereich der heilsamen, irgendwie erfreulichen, schönen, guten, wahren Geistesinhalte und Geistesformationen, wo, wenn wir diese haben, wenn wir diese erleben, wenn wir diese hervorbringen,
wir uns wohlfühlen, wir irgendwie unsere Intelligenz nutzen, wenn wir, wo wir klar denken, wo wir heilsame Emotionen zeigen können und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es dann ja die ganzen anderen verwirrten oder getrübten Geisteszustände, die Verdunkelungen sind. Das ist eine deutsche Übersetzung von Englisch, Obscurations, also das, was unsere wahre Natur, unseren Geist trübt und verdunkelt uns emotional verschleiert sein lässt und irgendwie unruhig und aufgeregt und ja, egoistisch und meistens, also aus buddhistischer Sicht, ist es Ich-Anhaftung, was eigentlich die Ich-Bezogenheit und Ich-Anhaftung, dass die ganzen verdunkelnden, trübenden Geistesimpulse nährt und befeuert und aufrechterhält auch. Dazwischen wird es ein paar neutrale Geistesinhalte geben, die also nicht so dramatisch sind, weder besonders positiv noch besonders negativ. So ein Mittelfeld sozusagen. Naja, und die Idee ist, dass meditatives Üben, Praxis dazu da ist, das war sehr vereinfacht gesagt, die heilsamen, positiven, befreienden, nährenden Impulse und Geistesinhalte als solche zu erkennen und zu verstärken und die unheilsamen, verwirrenden, negativen, krankmachenden, negatives Verhalten, schädigendes Verhalten auslösenden Geistesimpulse, Geisteshaltungen, vielleicht ganze Gewohnheitsmuster, Kleshas werden übrigens noch genannt, diese geistigen und emotionalen Trübungen, dass wir die auch als solche erkennen. Dass also eine Art Haltung, Instanz, Weisheit, Achtsamkeit kultiviert wird, die ja, sich auf diese Weise kennenlernt. In manchen Philosophien, da gibt es diese Idee, lerne dich selbst kennen. Ja? Erkenne dich selbst. Und hier in dem Zusammenhang würde das bedeuten, erkenne deine Geistesinhalte, erkenne das, was du alles hervorbringen, festhalten an Absichten, Vorstellungen, Ideen entwickeln kannst und was du, ja, was davon nützlich, heilsam, konstruktiv oder eben destruktiv, abträglich, vielleicht sogar zerstörerisch ist. Selbstzerstörerisch, also in Bezug auf das eigene Wohlbefinden, das eigene Glück oder eben auch Ursache für leidvolles, leidverursachendes Verhalten. Also das ist, glaube ich, hier im Buddhismus eine sehr starke Grundidee, dass meditatives Training, wäre jetzt ein anderes Wort für Geistestraining, dazu da ist, das zu vollbringen. Ja, ein anderes Wort wäre Kultivierung. Wobei Kultivierung würde sich jetzt nur auf das Nähren und Verstärken der heilsamen Geisteshaltungen beziehen und noch nicht, und nicht so sehr auf das vielleicht Reinigen oder Durchschauen der im weitesten Sinn unheilsamen Geisteshaltungen. Beides zusammen aber wäre das Geistestraining. Also der Buddhismus ist hier nicht besonders romantisch. Er beschäftigt sich nicht nur mit der Schokoladenseite des Geistes. Ne? Es gibt so eine Idee von Spiritualität, auch die Klischees, die man vielleicht immer wieder noch hört, ja, wenn Menschen meditieren oder einen spirituellen Weg gehen, ja, die wollen sich's nur gut gehen lassen, die wollen nur das Schöne, die wollen irgendwie schwelgen, abheben, abdriften, irgendwie. Ne? Aber das ist nicht wirklich der Geist buddhistischer Praxis. Die buddhistische Praxis, ein tibetischer Lama namens Pönlop Rinpoche sagt manchmal, beschäftigt sich, und da zitiert er, ich glaube, das ist von Morricone, dem Komponisten Enrico Morricone, The Good, the Bad and the Ugly. Mit dem Guten, dem
Schlechten und dem Hässlichen auch. Also buddhistische Praxis oder buddhistische Lehre ist da nicht so romantisch. Sie benennt auch die Schattenseiten eigentlich oder die Negativitäten. Und Geistestraining ist beides. Also es geht nicht nur darum, schöngeistig zu werden oder irgendwie alles zu verklären, sondern es geht auch um die Fähigkeit, das Unheilsame, das Unerfreuliche anzuschauen. Weshalb zum Beispiel auch Mitgefühl zum Geistestraining gehört. Weil Mitgefühl bedeutet das Betrachten von Leid und das Verstehen wollen und lindern und überwinden wollen von leidvollen Erfahrungen und Zuständen. Das heißt, man übt sich vielleicht auch darin, Leiden zu erkennen und die Ursachen des Leidens zu erkennen. In den vier edlen Wahrheiten, das war ja wohl die erste Lehrrede, die der erwachte Buddha hielt, fängt er ja gleich damit an. Wir hatten das hier auch schon in einer Abendsitzung immer wieder mal natürlich. Die vier edlen Wahrheiten sind sowas wie das Einmaleins des Buddha Dharma. Und diese vier edlen Wahrheiten beginnen mit der Aussage, dass alles Dasein von Dukkha, von Leiden gekennzeichnet ist. Der Buddha spricht das Unerwünschte, das Qualvolle, das Leidvolle zuerst an und fragt dann nach dessen Ursachen, fragt dann, welche Wege zur Überwindung des Unerwünschten, Schlimmen, Leidvollen und der Ursache von Leid gäbe es denn und kommt dann eigentlich dazu, sein Lehrmodell zu entfalten und sein Praxismodell. Also im weitesten Sinn können wir alles, was hier gelehrt und geübt wird und wurde, methodisch oder wie auch immer, weniger methodisch oder didaktisch, als Geistestraining bezeichnen. Wenn es diesen Charakter hat, wenn es darum geht, Leiden und deren Ursachen vor allem im eigenen Geist zu erkennen und auf der anderen Seite, also nicht nur das, sondern auf der anderen Seite eben auch die heilsamen Tendenzen in uns zu erkennen, auch zu wissen, dass die da sind, dass wir auch die Möglichkeit und das Potenzial dazu haben, die zu entfalten und diese dann auch zu nähren und zu verstärken. Da gibt es ja auch das Bild von den Samen, ja, das kennt ihr bestimmt, sozusagen die weißen und die schwarzen Samen oder die guten Samen und die schlechten Samen. Und da könnte man sagen, der Weg, die Praxis, die Übung, das Geistestraining besteht eben darin, erstens die Samen als Samen zu erkennen, auch zu wissen, die könnten wachsen, die könnten richtig sprießen und uns dann total dominieren. Irgendwann lebst du in einem Dschungel voller aufgepoppter Samen von Geistesinhalten und weißt nicht mehr genau, wie das alles gekommen ist. Ja? Und die Idee ist, dass wir also das mitbekommen, wie wir heilsame Samen kultivieren und dass wir sie kultivieren können auf der einen Seite und wie wir dann auch manchmal und immer wieder auch unheilsame Geisteshaltungen nicht als solche erkennen, sie doch zulassen, sie verstärken. Verstärken ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Begriff. Da gibt es hier die Idee, wir können alle möglichen Absichten, also Geistesinhalte, Neigungen verstärken oder auch etwas dafür tun, sie abzuschwächen. Und das passiert nicht unbedingt von selbst. Das ist jetzt schon die Idee der Disziplin oder des Trainings, wie das auch im Austausch vor diesem Vortrag einige Teilnehmer gesagt haben. Wenn man da jetzt nicht irgendwie achtsam ist und etwas dafür tut, dann kann es sein, dass wir einfach so gar nicht mitbekommen, was in uns abläuft und unheilsame Tendenzen können sich plötzlich doch verstärken. Das geschieht sicherlich immer wieder aufgrund unserer Emotionalität, aufgrund der Emotionalität der anderen, mit denen wir zu tun haben, die uns dann auch beschäftigt oder betrifft und so weiter. Aber der Punkt ist bei der Idee des Geistestrainings, wir können lernen, immer mehr auf das zu achten, was wir selber tun können. Den eigenen Geist trainieren. Das ist sehr eng mit dieser Idee verbunden. Trainiere deinen eigenen Geist. Ja? Da gibt es diese berühmte Aussage, die tibetischen Lamas geben die öfters wieder. Was sind eigentlich, wenn man gefragt wird, was sind eigentlich die Kernpunkte
des Buddha Dharma, die wesentlichen Merkmale, ist ja auch unser Motto für diese Abendreihe, des Buddha Dharma, dann gibt es wohl diese Aussage, kultiviere das Heilsame, gib auf das Unheilsame und trainiere deinen Geist. Ja, das zu erkennen. Ja. Und da auch immer geschicktere Entscheidungen zu treffen zwischen den Möglichkeiten. Meditation ist jetzt eine Möglichkeit, das zu tun. Aber Geistestraining ist tatsächlich nicht nur Meditation, also nicht nur Sitzmeditation oder meditative Übungen, Stille und Ruhe, sondern kann eben auch bedeuten, dass wir mitten im Leben auf unsere Geistesimpulse achten, auf unsere Motivation schauen. Das Lojong Geistestraining aus der tibetischen Tradition, das ist ja ein richtiges Kompendium von Anleitungen, das etwa 1000 Jahre lang überliefert wird. Das heißt Lojong und das übersetzt man immer als Mind Training oder Geistestraining. Das hebt sehr darauf ab, vor allem seine Ich-Bezogenheit als Wurzel der Emotionalität oder vor allem der problematischen Emotionen, der leidverursachenden Emotionen zu betrachten. Also sich immer wieder zu fragen, bin ich gerade ich-bezogen? Entstehen diese ganzen Gefühle und Gedanken aus einer zu starken Selbstbezogenheit? Bin ich egoistisch? Bin ich egozentrisch? Hafte ich, hänge ich am eigenen, kann ich nicht loslassen, bin ich unfähig, mich auf andere einzustellen, auf mich zu öffnen, nicht zu sehr festzuhalten am eigenen. Das wird hier als Ursache der unheilsamen Geisteshaltungen diagnostiziert. Und dann besteht meditatives Training im Sinne dieses Lojong aus der tibetischen Tradition eben aus dem, was man immer so schön nennt, dessen, was während der Meditationssitzung zu tun ist und was zwischen den Meditationssitzungen zu tun ist. Das ist aus Sicht der Alltagsmeditierenden ein etwas merkwürdiges Konzept. Also da stellt man sich einen Menschen vor, der mehrmals am Tag Meditation übt und dann seine Arbeitsverrichtungen, sein Kochen und Putzen und dergleichen zwischen den Meditationen ausführt. Bei uns ist es wahrscheinlich eher andersrum. Wir tun den ganzen Tag irgendwas und ab und zu meditieren wir immer ein bisschen. Aber hier stellt man sich so vor, der Mensch meditiert gerne und viel und dann ab und zu muss er mal was tun. Und dann spricht man davon, dass man also Geistestraining während der Meditationssitzung übt und zwischen den Meditationssitzungen. Und da werden dann so Fragen gestellt, was ist denn dann während der Sitzung zu tun und was ist zwischen den Sitzungen zu tun? Und in der Tat, also während der eigentlichen meditativen Praxis, wenn du Zeit hast, wenn du in Ruhe auf deinem Kissen oder Stuhl sitzt, dann gäbe es bestimmte Übungen vielleicht auszuführen. Und das sind so die Klassiker, die ihr vermutlich kennt. Wir haben ja auch in dem Vorspann, in der Rezitation einiges benannt an Meditationstechniken. Wir können versuchen, Achtsamkeit zu üben, Sati, Satipatthana, auf den Körper, auf die Atmung, auf die Empfindungen, auf die Geistesinhalte, auf die Geistesformationen, die Geistesobjekte wird es da genannt. Müsste man andermal mehr darauf eingehen. Wir können Shamatha üben, das wäre nur die Geistesruhe, wo wir den Geist besänftigen, zähmen. Da spielt dann vielleicht das eine Rolle, was auch, ich sage jetzt mal, jemand im Vorgespräch zu diesem Vortrag sagte, dass es so darum geht, wirklich so eine Art Beständigkeit und Gleichmäßigkeit der geistigen Bewegungen zu kultivieren. Das ist eher in der Shamatha-Praxis der Fall. Dann geht es um Einsichtsmeditation vielleicht, wenn du Weisheitslehren gehört hast und etwas von dem, was es hier zu erkennen und zu erfahren gilt, inspirierend aufgenommen hast, dann kann deine Meditation vielleicht dazu dienen, das auch zu aktualisieren, das auch in der meditativen Übung erfahrbar zu machen für dich. Und dann gibt es das ganze Kultivieren
von eben heilsamen Geisteshaltungen. Da werden oft die Brahma-Viharas, die vier Unermesslichen genannt, also Metta, die Liebe, die Freundlichkeit, die Güte, Karuna, das Mitgefühl, Mudita, die Freude und die Mitfreude, Upeksha, die Großmütigkeit, also die Gelassenheit, die geistige Ausgeglichenheit, der Gleichmut. Und diese berühmten vier, die werden oft beschrieben und gelehrt, haben ihre Gegenspieler. Das heißt, wenn du die eine Seite kultivierst, versuchst du eigentlich die andere Seite, die Gegenspieler, die Feinde sozusagen, die inneren Feinde, werden die manchmal genannt, zu durchschauen. Also der Gegenspieler von Metta oder Maitri, der Liebe, der Güte, ist, da gibt es den nahen Gegenspieler, das wäre dann die anhaftende, begehrende Liebe. Und es gibt den fernen Gegenspieler, das wäre der Hass und alles, was so dazwischen liegt, ja, die Abneigung, der Hass. Mitgefühl kultivieren wäre die gute Seite. Dann gibt es den nahen Feind des Mitgefühls, das ist, auf Deutsch sagen wir Mitleid, also eigentlich eine Form von Empathie, die nicht wirklich Wärme ausstrahlt und Hilfsbereitschaft manifestiert, sondern die das, was sie als leidvoll bei anderen spürt, ja, man könnte sagen, sich so zu Herzen nimmt oder nicht anders verarbeiten kann, als selber davon sehr betroffen oder wie gelähmt zu sein. Vielleicht sogar mit einer Überheblichkeit verbunden. Es gibt Formen des Mitleids, da blickt man so auf andere herab, bemitleiden. Und der völlige Gegenspieler des Mitgefühls ist die Grausamkeit, also wo das Mitgefühl völlig fehlt und stattdessen ja, verletzendes, schädigendes bis zu fatal grausames Verhalten geradezu ausbricht aus einem Menschen oder Lebewesen. Dazu sind wir alle mehr oder weniger imstande. Gegenspieler von Freude und Mitfreude sind so weltlicher Spaß, also Spaß haben. Wenn der Anlass vorbei ist, dann gibt es auch keine Freude mehr. Ja. Also wirkliche Freude wäre so eine, die von innen kommt, die auch großzügig ist, die sich freuen kann an dem Wohlbefinden anderer, die Freude schenken kann. Und der völlige Gegenspieler von Freude und Mitfreude ist Missgunst, Neid, Eifersucht, dieser ganze Komplex, wo wir also uns überhaupt nicht freuen können. Wir sind griesgrämig und negativ drauf und ja, wir sind unmöglich. Also wir können uns überhaupt nicht freuen und können uns auf andere überhaupt nicht freundlich und mitfreudig beziehen. Und die Gegenspieler von Gleichmut und Gelassenheit, Ausgeglichenheit, da sucht man immer noch nach einem guten Wort für Upeksha, sind dann eben auch Gleichgültigkeit, wäre so ein naher Feind. Das ist was anderes. Ja. Gleichgültigkeit heißt, dass wir desinteressiert sind, dass wir apathisch sind. Ja. Und der völlige Gegenspieler ist Intoleranz, sehr starkes Werten, sehr starkes Urteilen, aus der Fassung geraten, überhaupt nicht gleichmütig und im positiven Sinn ausgeglichen sein können. Also da haben wir es ganz klar, das sind die Gegenspieler und es gilt, die heilsamen Faktoren zu fördern und die Gegenspieler als solche zu erkennen und möglichst zu intervenieren, wenn sie in uns auftauchen und sie nicht einfach zuzulassen. Ja. Also das ist dann gar nicht, also das kann während der Meditation geübt werden mit geeigneten Methoden wie der Metta-Meditation und anderen. Aber das ist nicht nur Shamatha oder Geistesruhe, wo es nur darum geht, den Geist ruhig zu halten. Das ist vielleicht eine Grundlage dafür, dass wir überhaupt mit dem Geist arbeiten können. Aber wenn wir geistiges Training oder Üben nicht auf die tatsächlich in uns vorkommenden Emotionen und Geistesimpulse und Absichten und so weiter beziehen, da würden uns diese buddhistischen Texte sagen, dann ist es nicht viel wert. Es gibt so nette Beispiele von so möchte gern Meditationsmeistern, die also ganz tief in der Meditation ruhten oder ruhen können oder meinten, sie würden sehr ruhen. Aber sobald sie mit irgendeiner Alltagsproblematik konfrontiert sind oder
keine Ahnung, mit irgendwelchen schwierigen anderen Menschen zu tun bekommen, dann geraten sie völlig aus der Fassung und werden wütend und launisch und mürrisch und sind sehr selbstbezogen. Und da gibt es ein paar Geschichten zu solchen Phänomenen und Vorkommnissen, auch aus dem Altertum. Und da heißt es dann immer, naja, also da kann deren Geistesruhepraxis, deren tiefes Ruhen in Meditation nicht viel wert gewesen sein. Also die haben sich dann bestenfalls so ganz tief in sich hinein versunken, aber das überhaupt nicht bezogen auf ihr tatsächliches Verhalten oder die geistigen Impulse oder Absichten, die so in uns, in ihnen in dem Fall auftauchen können. Ja, und dann gibt es, das habe ich jetzt erwähnt, ich habe Sati, ich habe Shamatha erwähnt, Einsichtsmeditation, ja genau, und dieses Training von heilsamen Geisteshaltung. Dann gibt es auch noch die Dankbarkeit und ein paar andere positive Geisteshaltungen, die Hingabe vielleicht, wo sie angebracht ist, das Vertrauen. Es gibt noch mehr als diese berühmten vier unermesslichen. Ja, und in diesem Sinn, also das wären alles Facetten von Geistestraining aus dem buddhistischen Verständnis heraus, soweit mir das geläufig ist. Und ja, dieser Faktor der Disziplin oder des Anlegens von Pfaden, dass es da auch eine Entwicklung gibt und wirklich weitergeht, das steckt da auch drin, ja. Also tatsächlich mögen buddhistische Meditierende die Wiederholung auch. Es ist also meistens nicht damit getan, dass man einmal eine meditative Praxis durchführt und danach ist es klar und für immer gut oder so, sondern es braucht ein immer wieder dahingehen, in die Übung hineingehen. Vielleicht wirklich auch den Wechsel zwischen methodischem Üben, also während dieser Meditationssitzung, und dann dem achtsamen und präsent bleiben während der Alltagssituationen. Das wollte ich vorhin schon sagen, ne? Das ist dann die andere Seite der Medaille, dass man eben auch während der Aktivitäten, während der Begegnung, während des Zusammenseins mit Menschen, dass man das geradezu begrüßt als eine Gelegenheit, den Geist zu trainieren. Das steht in diesen tibetischen Lojong-Texten drin, dass du also die zwischenmenschlichen Begegnungen, auch die Probleme, die du vielleicht hast mit anderen, die sollst du bitte als Gelegenheiten nutzen, deinen Geist zu trainieren. Übe nicht nur auf dem Kissen, heißt es da, sondern betrachte alles, was dir widerfährt, als eine Gelegenheit, deinen Geist zu schulen. Also auch gerade, wenn du auf schwierige Beziehungen vielleicht triffst, das ist eine Gelegenheit, sich zu hinterfragen, wie steht es mit meinem Geistestraining? Wie steht es mit meiner Meditation? Was zeigt mir jemand anderes? In diesen Lojong-Texten, Lojong heißt Geistestraining, kommen so Stellen vor, da heißt es, wenn dir einer Vorwürfe macht, wenn er dich beschimpft, wenn er sagt, du hast diese oder jene negative Eigenschaft, er macht dir vielleicht ganz schlimme, auch emotionale Vorwürfe und du merkst, dieser Mensch ist auch außer sich, also der ist auch nicht, muss auch nicht alles ganz, wie soll ich sagen, persönlich nehmen auf der einen Seite. Aber diese Lojong-Lehren schlagen demjenigen vor oder derjenigen, die sich vorgenommen hat, ihren oder seinen eigenen Geist zu schulen, vor in einer solchen Situation und sich trotzdem zu fragen, wenn mich einer beschimpft, wenn mir einer meine Schwächen, meine Fehler vorwirft oder aufzeigt, sich selber zu fragen, ist da was dran? Da gibt es dann die Idee, nimm die schwierigen Gesellen, auf die du im Leben triffst, nimm sie als deine Lehrer. Sie zeigen dir vielleicht etwas über dein Wesen, deinen Charakter. Wenn du erkennst, dass sie nicht recht haben, dass die Vorwürfe unangemessen sind, ist es auch gut. Ja? Dann kannst du dir sagen, nein. Also da sagt jemand, ich hätte gelogen, aber ich weiß, ich habe nicht gelogen. Ja? Oder jemand sagt, du hattest diese oder jene negative Absicht, du wolltest mich oder jemanden verletzen. Sollte es sein, dass du dann aufgefordert, in dich hineinzuschauen, spürst, das stimmt aber nicht, ich wollte sie ihn nicht verletzen, dann ist es auch gut, dann musst du nicht denken, der andere hat recht.
Aber du hast dich befragt, du bist nicht einfach nur in eine Abwehrhaltung gegangen und auch wütend geworden oder so. Also das ist der Vorschlag, wenn dir jemand irgendwie Vorwürfe macht und so weiter, prüfe dich und schau mal, ob was dran ist. Und wenn was dran ist, wenn du es meinst zu erkennen, dann versuch daraus zu lernen. Und wenn du es unangemessen findest oder also wirklich nach Prüfung als unangemessen oder übertrieben oder nicht ganz richtig erkennst, dann kann auch dadurch dein Geist gestärkt aus dieser Situation hervorgehen. Du weißt, nein, so war es nicht. Ich bin nicht so. Ich war nicht so. Also das gehört zum Geistestraining. Das wären Anleitungen, den Geist während der Sitzung und zwischen den Sitzungen zu üben. Jetzt will ich aber bald aufhören. Das war schon in etwa die halbe Stunde, die ich sprechen wollte oder könnte zu diesem Thema. Vielleicht noch abschließend, also ich würde sagen oder zusammenfassend, Geistestraining ist also im buddhistischen Kontext ein erweiterter Begriff für meditatives Training, der also das Anschauen des ganzen Spektrums von, ich sage es nochmal so, heilsamen und unheilsamen, vielleicht auch neutralen Geistesfaktoren einbezieht und daraus dann versucht, eine Stärkung von eben heilsamen, positiven Qualitäten, Einsichten und so weiter in unsere Eigenschaften, Fähigkeiten und so weiter zu kultivieren, hervorzubringen und darin vielleicht auch etwas zu erkennen, was alle betrifft. Also wenn wir uns auf diese Weise selber erforschen, erforschen wäre auch ein schönes Wort, ja. Investigation oder Research. Also wenn wir uns auf diese Weise kennenlernen und erforschen, dann erforschen wir vielleicht auch ein Stück weit, wie alle Menschen, alle Lebewesen mehr oder weniger veranlagt sind, gewinnen auch ein Vertrauen in das heilsame Potenzial der anderen. Und können dann auch in der Kommunikation versuchen, diese Potenziale in den anderen zu sehen und sie vielleicht auch ein Stückchen mehr davon abzubringen, klingt ein bisschen radikal, abzuhalten, davon ihre negativen Seiten zu verstärken. Was dann, das, also das wäre sekundär, man fängt bei sich an, aber vielleicht gelingt es uns, eine gewisse Stabilität in diesem Training zu entwickeln, sodass diese auch durch uns auf andere hin sich ausdrücken kann. Ja, so viel zum Thema Meditation und oder als Geistestraining. Danke für eure Aufmerksamkeit und lasst uns im Nachhinein das gerne weiter besprechen.